Hallo und herzlich willkommen bei Let's Play Massive. Ja, heute ist eigentlich das neue Team der Woche angesagt, aber da die EA-Server im Arsch sind, kann ich euch nicht die Werte zeigen. Allerdings habe ich einfach schnell das Team hier nachgebaut. Also das ist ganz sicher das Team der Woche, was draußen ist. Das Problem ist nur, die Werte, die hier unten dann stehen könnten, die stimmen nicht. Aber hier das Gesamtrating, das stimmt. Also das hier, diese einzelnen Werte, die stimmen nicht. Weil dazu habe ich leider keine Daten zur Hand, aber hier das All-Over-Rating stimmt und auch die Spieler, die hier drinne sind im Team der Woche, die stimmen alle. Das ist aber diesmal gar nicht so schlimm, weil ich habe heute eh ein paar Tipps für euch. Aber wir schauen uns trotzdem mal die Spieler an. Es ist also wie zu erwarten, war Cristiano Ronaldo wegen seinem Hattrick im Team der Woche als linker Flügel ist jetzt ein 93er in Form. Lionel Messi ist natürlich auch wegen seinem Viererpack im Team der Woche mit einem 96er in Form. Und auch Lukas Podolski hat es tatsächlich geschafft und ist jetzt mit einem 84er in Form auf dem linken Flügel zu Hause. Jakub Blaschikowski, Kuba, der alte Hase, hat auch durch seine zwei Tore einen rechten Mittelfeld in Form bekommen, schon seinen zweiten, ist jetzt auf 82. Dann haben wir hier noch, muss ich mal anklicken, kenne ich gar nicht alle. Ach, der Salvio. Der ist jetzt 79er, rechtes Mittelfeld in Form. Dann haben wir hier noch den Maher. Auch ein 79er in Form ZOM. Und den Herrn Jansen, 80er ZM. Aus der, das kann ich euch jetzt gerade nicht sagen, aber ich denke mal, holländische Liga ist ja auch ein Holländer. Ja, und dann haben wir hier in der Innenverteidigung beziehungsweise auf der linken Verteidigerbahn den Herrn Was. Ja, Was? 74er Inform. In der Mitte Dainelli, Innenverteidiger, 74er Inform, aber da sieht man schon, die Werte stimmen jetzt wie gesagt nicht, aber ich glaube nicht, dass er hier 20 Pace dazu bekommen hat, deswegen wird er wahrscheinlich nicht so super sein. Und dann haben wir hier Nacho Monreal. Der hat auch ein, ich glaube schon seinen zweiten in Form bekommen, ist Linksverteidiger in Form 81er. Und im Tor steht da noch Kevin Trapp von Eintracht Frankfurt, hat jetzt einen 78er in Form. Dann schauen wir noch kurz die Bank an. Da haben wir hier den Flinders im Tor, 64er Overall, den Sharps als Innenverteidiger 64er. Ja, aber da sehen wir auch schon, die Werte werden auch nicht sehr hoch gestiegen sein, deswegen wahrscheinlich nicht sehr interessant. Hier schon eher rechtes Mittelfeld, Sumetra, Spanier. 88 Pace hatte er vorher schon, wer weiß, jetzt hat er wahrscheinlich über 90, wie man EA kennt. Und dann richtig interessanter, aber auch wahrscheinlich unglaublich teurer Silberspieler. Alessandrini, der ist schon als Silberspieler normal sehr teuer, hat jetzt einen linken Mittelfeld in Form bekommen mit 74 Overall. Dann kommt Maggiorini oder so. Stürmer, Italiener, der könnte interessant sein. Ich weiß jetzt nicht, wie groß er ist. Da ändert sich ja beim Inform nichts. Das können wir mal gucken. 1,82, okay. Und er hatte vorher eigentlich schon ganz gute Werte. Kann mir vorstellen, dass er jetzt noch ein bisschen Pace dazu bekommen hat und Schuss. Das könnte sehr interessant aussehen. Dann haben wir hier noch den Herrn Vidra. Auch ein Stürmer. 72er Overall. Und dann hier natürlich noch Icardi, der Argentinier. 71 Pace, 70 Schuss hatte er vorher. Der hatte auch schon einen ersten Inform. Das sind hier die Werte sozusagen seines ersten Informs. Das war, glaube ich, noch ein 71er. Jetzt hat er einen 74er Inform, also das Maximum. Das war also das aktuelle Team der Woche. Stand 30.01.2013. Aber, was ich angedeutet habe, ich will euch jetzt heute lieber mal einen Trading-Tipp geben, weil wir ja nicht auf die Daten eingehen können, weil EA mich nicht auf die Seite lässt. Würde ich sagen, ich gebe euch einen schönen Trading-Tipp, weil ihr seht, es sind Cristiano Ronaldo, Lionel Messi und Lukas Podolski, dazu sogar noch ein Kuba, der auch nicht unbedingt billig sein wird, sind im Team der Woche. Was heißt das? Es werden im Allgemeinen schon sehr viele Packs gezogen werden, aber EA ist ja nicht bescheuert. EA wird eine Happy Hour nach der anderen raushauen diese Woche. Also da wird es bestimmt einige geben. Ich glaube, es ist auch schon für heute Abend eine angekündigt. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube schon.
Und was heißt Happy Hour für uns Trader? Ganz genau. Happy Hour heißt, es ziehen massig Leute Packs. Vor allem erstmal Happy Hour und dazu halt noch Messi und Ronaldo und Podolski in den Packs. Das heißt, die Leute werden wie verrückt Packs ziehen. Und das heißt wiederum, es werden wieder unglaublich viele Verbrauchsobjekte auf dem Markt sein. Und ihr wisst, was ist das einfachste und wirklich auch erfolgsversprechendste Trading? Das Verbrauchsobjekt-Trading. Ohne Mist. Ihr könnt wieder massig Fitness, Team-Fitness-Karten, die goldenen, kauft ihr alle schön ein. Von mir aus kauft die sogar bis 1,5. Ihr könnt es sehen, ich wollte mir gestern mal für das eine Silberteam eine Team-Fitness kaufen, weil ich hatte keine Lust, das zu regenerieren mit dem anderen Team. Und da waren die Preise auf 2000. Das heißt, selbst wenn ihr sie nur für 1,5 kauft, macht ihr 500 minus EA-Gebühr halt, also 400 Coins pro Karte Gewinn. Das heißt, bei den Happy Hours angelt euch die Team-Fitness-Karten. Beziehungsweise für die Leute, so eine Team-Fitness-Karte, wenn die halt 1,5 kostet, das ist ja schon ein wenig. Für die Leute, die vielleicht wirklich nicht so viele Coins haben, schnappt euch die goldenen, glänzenden Verträge. Die werdet ihr auch sehr günstig kriegen. Auch nach Positionen und Formationen lohnt es sich, sich umzusehen. Zum Beispiel 352. Die werden sehr viele einfach nur für 200 Sofortkauf draufstellen, weil die denken, Dreierformation, nix wert. Die werdet ihr in der Woche, beziehungsweise, ja doch, ja, wenn sich der Hype so ein bisschen abgeklungen hat, das sollte aber relativ schnell gehen, wenn die Happy Hours rum sind, dann kriegt ihr auch die 352er-Formation bis an die 1000 Coins wieder weg. Also macht da auch einen super Gewinn für. Ihr könnt natürlich auch nach so Formationen wie 41212 suchen. Ich kann mich daran erinnern, zum Team of the Year Zeit, da konnte man 41212 erbieten in den letzten Minuten für 4000 und sowas. Also komplett in den Keller gegangen der Preis. So krass wird es nicht sein, weil es ist halt kein Team of the Year. Aber ich kann euch sagen, es werden massig Packs gezogen. Weil das war bisher immer so, wenn Messi und Ronaldo in einem Team des Jahres, nicht in einem Team des Jahres, sondern in einem Team der Woche waren, dann werden wirklich massenweise Packs gezogen. Und dazu halt noch die Happy Hours, das macht es dann natürlich noch komfortabler, will ich mal sagen. Deswegen nutzt die Chance. Das Video müsste früh genug online sein, dass ihr wirklich gleich die erste Happy Hour mitnehmen könnt. Ihr könnt auch gleich ab 19 Uhr schon mal schauen. Da werden wahrscheinlich die ersten schon schön Packs ballern. Da werdet ihr wahrscheinlich noch ein wenig schwerer diese Fitnesskarten kriegen. Weil es ist halt einfach so, es ist ja nicht so, dass niemand diesen Trick in Anführungszeichen kennt. Deswegen ist es halt immer rentabler, wenn man das zu nicht so christlichen Zeiten macht. Das heißt, gegen Nacht. Das können natürlich nicht alle machen. Das ist leider so. Aber auch die, die nicht in der Nacht traden können, werden einige Karten bekommen. Und so könnt ihr wirklich risikolos Gewinn machen. Es werden diese, zum Beispiel diese glänzenden Fitnesskarten, die werden nie, 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 niemals unter 1500 fallen. Also langfristig immer, ne? Das müsst ihr sehen. Natürlich, ich hoffe ja, dass ich hier auch einige für 1000 und so kriege. Das kann sehr gut sein. Das Ding ist halt einfach, langfristig werden Verbrauchsobjekte, wie zum Beispiel diese Team-Fitnesskarten, niemals so tief fallen, weil es können einfach kein, also wenn die gezogen werden, die werden ja verbraucht. Die sind ja nicht wie Spiele, die man dann wieder verkauft und sozusagen der Markt immer gleich bleibt. Vielleicht gibt es auch welche, die Messi abstoßen, glaube ich mal eher nicht. Aber es ist halt so, Verbrauchsobjekte werden verbraucht, deswegen werden neue Verbrauchsobjekte gebraucht. Und daher werden Verbrauchsobjekte nie billig werden. Ich, wie oft ich hier Verbrauchsobjekte sage, aber es ist wirklich so. Es ist was Einfaches, aber es ist was, was sich für alle Coins-Bereiche lohnt. Für niedrige Coins-Bereiche, für mittlere Coins-Bereiche, aber auch für hohe Coins-Bereiche. Ich habe das schon mal erzählt, zur Team des Jahreszeit und auch davor. Ich weiß nicht genau, was da gerade war. Ich glaube, da war auch sowas mit Happy Hours, Messi in Packs, irgend sowas in die Richtung. Da habe ich halt einfach mal über Nacht für über 1 Million Fitnesskarten gekauft. Was ist los? Ich habe da über 500.000 Coins Gewinn mitgemacht. 5 Tage später oder so. 5 Tage später hatte ich 500.000 mehr drauf. Einfach richtig easy. Es braucht ein bisschen,
in Anführungszeichen Anstrengung, weil ihr werdet natürlich nicht jede Karte kriegen. Aber wenn ihr euch da ein bisschen hinterhängt, werdet ihr einige Karten sehr günstig schnappen können und werdet diese dann, sobald der Hype abgeklungen ist, für fast das Doppelte wieder verkaufen können. Deswegen macht euch jetzt an die Verbrauchsobjekte ran. Jetzt lohnt es sich wieder richtig. Mir war nämlich schon klar, dass Messi und Ronaldo reinkommen, weil wegen Hattrick und Viererpack, die mussten sie zusammen reinmachen. Und EA ist ja auch nicht blöd. Die wissen doch ganz genau, wenn die beiden zusammen im Pack sind, die noch ein paar Happy Hours rausschießen, dass alle wieder wie blöd Packs zocken werden. Und aus diesem Grund handelt mit Verbrauchsobjekten in der Zeit. Natürlich, genau was man natürlich auch sagen könnte, nicht nur Verbrauchsobjekte, auch ganz normale Goldspieler, die normalerweise, also die es ein bisschen häufiger gibt, jetzt nicht die super teuren, aber auch die super teuren natürlich marginal, aber zum Beispiel die vielleicht so um die 3000 liegen, da könntet ihr auch ein paar Schnapper für unter 2000 machen, weil einfach viel, viel mehr auf dem Markt sind und die Leute, jedenfalls viele Leute, damit beschäftigt sind, Packs zu ziehen. Dadurch ist der Markt nicht mehr so unter Beobachtung, will ich mal sagen. Da lohnt es sich auf jeden Fall zu diesen Happy-Hour-Zeiten schön den Markt zu beobachten. Allgemein nach und genau, zieht euch auch schön Silberspieler. Guckt da auch mal nach ein bisschen, nach teureren. Da passiert es so häufig. Ich habe schon so oft bei Happy Hours richtig teure Silberspieler, das heißt welche, die eigentlich für um die 10.000 weggehen, habe ich mir in der 58., 59. Minute für um die 1000 geschnappt. Da müsst ihr einfach ein bisschen drauf achten. Ich kann euch jetzt hier nicht jeden Spieler und alles vorgeben. Schaut euch einfach an, welche interessant sein könnten. Und dann schaut ihr nach den Spielern, nach Verbrauchsobjekten und ihr werdet zu den Happy Hour Zeiten definitiv schöne Gewinne einfahren. Also da könnt ihr euch sicher sein. Ich werde mich nachher bei den Happy Hours wahrscheinlich auch ein wenig auf dem Markt umsehen mit meinem anderen Account und werde ein wenig einkaufen gehen. Die Fitnesskarten mache ich halt persönlich in der Nacht, aber wie gesagt, das kann halt nicht jeder. Aber für mich ist es halt, ja, es ist nicht so anstrengend, weil man kriegt einfach mehr Karten. Und macht auch nicht so Späße hier mit 500er geboten oder sowas. Ihr kriegt never. Ihr kriegt vielleicht von 50 Fitnesskarten eine für 500. Und das ist einfach Schwachsinn. Ihr macht da mit der einen zwar mehr Gewinn, aber in die Zeit, die ihr verplempert sozusagen, in der Zeit hättet ihr schon 50 andere Karten zum Beispiel für 1200 oder so gekauft und habt im Endeffekt einfach mehr Gewinn. Deswegen macht einfach nicht diese Mini-Gebote da. Ihr kriegt eh keine dieser Karten. Ach so, und was es vielleicht auch noch gibt, bietet auf die normalen Fitnesskarten, also nicht auf die Team-Fitnesskarten, sondern auf die normalen. Das ist dann eher was für den kleinen Geldbeutel, aber auch lohnenswert. Das heißt, diese Standard-Gold bzw. auch Silber könnt ihr auch mit reinnehmen, diese Standard-Einzelspieler-Fitnesskarten, also nicht Team. Die gehen im Prinzip für 250 ohne Probleme Sofortkauf weg. Da könnt ihr 150 drauf bieten, werdet ihr wahrscheinlich auch einige bekommen und macht dann zwar pro Karte, ich glaube so um die 90 Coins Gewinn oder so, aber wenn ihr davon 10 kauft, habt ihr auch schon wieder 1000 Coins Gewinn. Und wenn ihr 100 kauft, habt ihr 10.000 Coins Gewinn. Deswegen, auch Kleinvieh macht Mist, definitiv für. Ja, wie soll man das sagen? Für kleine Trader will ich mal sagen, mit weniger Kapital ist das auch eine sehr schöne Möglichkeit, an Coins zu kommen. Ich denke, ihr wisst, was ich von euch will. Da kann ich eigentlich nur zum Abschluss nochmal sagen, ich denke, ich werde zu diesem Team des Jahres auch nochmal ein paar Packs ziehen. Dazu wird es natürlich ein Video auf meinem Kanal geben. Das sollte logisch sein. Ansonsten, ja, das Team der Woche sieht wirklich nicht unbedingt super aus. Also interessant sind natürlich hier vorne die drei, nur sind sie wahrscheinlich für die meisten nicht bezahlbar. Kuba ist noch interessant, Monreal ist auch ein interessanter Spieler und dann von den Informs hier auf der Bank, naja, Alessandrini halt super, aber wird scheiße teuer sein. Und Icardi, ja, ich werde ihn wahrscheinlich mal testen, weil der normale Inform hatte hier schon ganz solide Stats. Mal schauen, was sein Second Inform dazu sagt. Und er hier, da habe ich mir dann doch mal überlegt, ich weiß nicht, da muss der Schuss schon ganz schön hochgegangen sein. Ansonsten ist es einfach nur ein Pace-Silberspieler, mehr auch nicht.
Ja, es tut mir leid, dass ich euch die Ingame-Stats nicht zeigen konnte, aber da müsst ihr euch bei EA bedanken, dass ich nach 2 Tagen immer noch nicht auf EA.com komme. Ich komme weder mit Firefox noch mit Chrome noch mit Internet Explorer, mit keinem Browser, komme ich auf EA.com. Es geht gar nichts. Ansonsten würde ich sagen, das war's dann wirklich von mir. Ich habe euch, denke ich, ein paar Tipps mit auf den Weg gegeben. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch ein Däumchen da. Und schreibt mal was in die Kommentare und vor allem besucht uns im Forum. letsplaymassive.de/forum. Das war's von mir. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.